Ich arbeite in der internationalen Graduiertenschule Droplet, kurz für Droplet Interaction Technologies, und bin hier für die Koordination sämtlicher experimenteller Projekte zuständig. Und hier ist auch mein eigener Forschungsbereich angegliedert, bei dem ich mich mit dem Aufprall von Einzeltropfen auf festen Oberflächen, auf benetzten Oberflächen und strukturierten Wänden beschäftige. Jeder Aspekt unseres Alltags ist von Tropfen irgendwie beeinflusst. Weil sie eben so klein sind, nimmt man sie nicht wahr, bis man dann mal von jemandem darauf aufmerksam gemacht wurde. Und dann sind sie plötzlich überall. Es beeinflusst unseren Alltag im Sinne von, dass Lebensmittel so produziert werden über tropfendynamische Prozesse, dass Medikamente so produziert werden in der Raumfahrt, in der Autoindustrie. Ich hatte vorher noch nie von Tropfendynamik gehört, hatte keine Ahnung. Mein damaliger Betreuer hat mich dann mit ins Labor genommen, hat mir ein paar Versuche gezeigt und ich war sofort Feuer und Flamme. Bei der HABI geht es umfassender darum, meinen Forschungsbereich zu erweitern. Eine dieser Erweiterungen ist, sich anzuschauen, was passiert, wenn der Tropfen auf eine hydrophobe, hydrophile Oberfläche auftrifft oder mit dem Quader auf eine Oberflächenstruktur auftrifft. Im Studium hatte ich immer die Vorstellung, man muss super schlau sein oder man muss ein Nerd sein, um promovieren zu können. Wenn dir das Thema gefällt, wenn du Spaß an der Forschung hast, sei es jetzt im Labor oder auch computerbasiert oder was auch immer, trau dich einfach. Was du mitbringen musst, ist Interesse. Vielleicht sogar Spaß an dem Thema, das du dir ausgesucht hast, weil du musst dich ein paar Jahre lang damit beschäftigen. Man lernt so viele, seine eigenen Grenzen zu überwinden. Der erste Vortrag auf einer Konferenz, seine eigene wissenschaftliche Arbeit verteidigen zu müssen. Oder man versucht, einen Artikel zu veröffentlichen und bekommt nur negatives Feedback. In solchen Momenten hilft mir es einfach, sich nochmal anzuschauen, was man gemacht hat und sich der Faszination und der Leidenschaft nochmal hinzugeben. Und dann kriegt man auch wieder so einen Push, um aus so einer Situation rauszukommen. Ich glaube, die Herausforderung für Frauen, in die Promotion zu gehen, ist zum einen, wenn man in einem männerdominierten Feld arbeitet, damit umgehen zu können. Bei uns am Institut, wir sind je nach Situation 30-40% Frauen. Also manchmal ist man auch überrascht, wie viele Frauen den gleichen Schritt gegangen sind.